Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Kleines Konto Großtraden mit Mare Lüdemann. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto und ich begrüße Sie wie immer im Namen von FXLED und CapTrader. Heute haben wir den zweiten Teil der Webinarreihe, was Mario mit uns veranstaltet. Insgesamt ist das jetzt der dritte Teil. Und bevor ich jetzt tatsächlich an Mario übergebe, wie immer den Risikohinweis. Bitte dieses Webinar nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. Dient nur zu Schulungszwecken und Sie müssen Ihre eigene Entscheidung treffen. Das ist sehr wichtig. Genau, also hier kommt auch schon die Frage bezüglich der Aufzeichnung. Wenn die Aufzeichnung technisch soweit alles klappt oder geklappt hat, dann kommt das wie immer bei uns auf dem YouTube-Kanal online, sollte diese Woche dann entsprechend auch noch klappen. Okay, dann Mario, dann übergebe ich sehr gerne den Bildschirm und wünsche natürlich viel Erfolg und viel Spaß. Danke dir, Nelson. Ich mache gerade noch die Übertragung fertig. So, jetzt müssen wir gerade den Bildschirm noch wechseln und dann müsste es funktionieren. So, ich hoffe, ihr könnt alle meinen Bildschirm sehen. Ich begrüße euch auch nochmal hier aus Verl in Ostwestfalen heute zum, ja, insgesamt dritten Teil oder zweiten Teil eben in Zusammenarbeit mit CapTrader und FXFlat. Es geht heute nochmal in diesem Info-Webinar um kleines Konto, groß traden. Das ist ja eine Webinarreihe, die ist aus einem Vortrag von mir entstanden, den ich vor gut 4 Jahren gehalten habe. Zwischenzeitlich haben den mehr als 160.000 Trader und Investoren gesehen. Und ein Jahr später haben wir uns dann dazu entschlossen, eine 10-teilige Webinarreihe zu machen, wo ich eben sehr viel fachliches Wissen weitergebe aus meinem Trading-Leben. Über 20 Jahre bin ich ja schon an der Börse dabei. Und vor allen Dingen das, was für viele sicherlich das spannende Thema ist, ich bin damals mit 5.000 Mark gestartet und mache es jetzt, weil wir keine Mark mehr haben, sondern Euro. Auch wieder mit einem Live-Konto, werden auch hier Live-Trades machen, wie bei den vergangenen Staffeln auch schon. Also das heißt jetzt wieder sehr, sehr spannend ab Oktober. Den Risikohinweis, den hat der Nelson ja gerade schon gezeigt. Das heißt, da brauchen wir da nicht mehr großartig drauf einzugehen. Also immer wichtig ist, dass jeder natürlich immer seine eigenen Anlageentscheidungen trifft. Ganz, ganz wichtig. So, kleines Konto, groß traden. Dazu gibt es auch ein Buch von mir. Auch hier sind wir im Prinzip auf die Inhalte schon eingegangen. Vor allen Dingen auch hier viele Trades, die ich vorgestellt habe. Und die spannende Frage ist natürlich, um was geht es heute? Wir werden uns anschauen, welches Setup ich vor allen Dingen besonders gerne nutze, gerade wenn wir im Bereich von kleinen Konten unterwegs sind, werden aber darüber hinaus auch zeigen heute, wie man News-Trades nutzen kann im normalen Handel. Und werden einen ganz kurzen Rückblick machen auf das, was wir beim letzten Mal gemacht haben, für alle die, die noch nicht dabei waren. Ansonsten für die, die mich noch nicht kennen, ich mache das Ganze jetzt seit über 20 Jahren hauptberuflich und seit 15 Jahren etwa nutze ich einen markttechnisch orientierten Handelsstil. Kommt immer die Frage, wie kommt man dazu, solche Vorträge zu halten oder solche Webinare zu machen? Ich habe vor 5 Jahren angefangen, Weiterbildung in dem Bereich zum Coach und Berater zu machen. Und so ist das Ganze dann eigentlich auch entstanden. Seitdem bin ich regelmäßig auf Weiterbildung ungefähr, ja, zwischen 2 und 3 Monate im Jahr. Nicht nur was Börse angeht, sondern auch auf viele andere Dinge. Hier so ganz kurz die wichtigsten Eckpunkte: 96 Deutsche Telekom gekauft. Warum? Ich habe bis dahin überhaupt keinen Bezug zu Aktien gehabt. Das war so mein erster Kontakt damals, die Volksaktie. Manfred Krug hat damals die Werbung dazu gemacht und ich fand das damals irgendwie total spannend, auch mal Aktien zu haben. Bin dann sehr schnell in den Bereich reingekommen, habe allerdings unterm Strich fast 2 Jahre gebraucht, um wirklich auch den Schritt in den hauptberuflichen Handel zu machen. Das war dann 1998. Ja, und Ende 2001, also 5 Jahre später, war ich dann so weit, dass ich die 1-Millionen-Grenze geknackt habe. Das sind so die wichtigsten Dinge, wieso ich das überhaupt hauptberuflich mache. Ich habe einfach einen guten Start damals erwischt. Das muss man ganz klar sagen. Das waren die Zeiten des neuen Marktes. Hat wahnsinnig viel Spaß gemacht und macht vor allen Dingen auch bis heute noch sehr, sehr viel Spaß. Ich habe über 55.000 Trades in der Zwischenzeit gemacht in den
krassesten Zeiten zwischen 5 und 8.000 Trades pro Jahr. Als ich reines Daytrading betrieben habe, heute sieht es eher so aus, dass ich neben dem News-Trading vor allen Dingen Handel auf Tag-Stunde betreibe. Das heißt, der zeitliche Aufwand im Büro hält sich, was das Trading angeht, meistens so bei 3-4 Stunden am Tag. Mehr ist es nicht, weil ich habe mir meinen Arbeitstag einfach entsprechend gut einteilen können. Vorhin schon gesagt, vor gut 5 Jahren habe ich angefangen mit Weiterbildung in dem Bereich. Seit 2016 bin ich hochschulzertifizierter Trainer und halte regelmäßig Vorträge auch an Fachhochschulen, vor allen Dingen zum Thema Investment. Das sind so die wichtigsten Dinge. Ich will hier gar nicht, die meisten von euch kennen mich, also gar nicht so groß in die Tiefe hier reingehen. Deswegen fange ich sofort an mit dem, was haben wir in den vergangenen 2 Webinaren gemacht und was vor allen Dingen erwartet euch in den Webinaren dann ab Oktober. Natürlich erstmal, was ganz, ganz wichtig ist, weil natürlich auch viele da sind, die sich mit Trading zwar ein bisschen auskennen, aber noch gar nicht so in der Tiefe, wie sind Trends eigentlich aufgebaut und wieso verhalten die sich so, wie sie sich verhalten und vor allen Dingen, welche Trends sollte man denn eigentlich handeln? Und wir werden natürlich uns genau anschauen, welche sind denn besonders spannend. Das sind natürlich zum einen Aufwärtstrends. Wir haben ja gerade, wenn wir uns langfristige Charts anschauen, 10 Jahre, 20 Jahre, 30 Jahre, sehen wir natürlich, dass es eigentlich immer nur langfristig bergauf geht. Zwischendurch bekommen wir natürlich immer Einschläge und die können natürlich am Aktienmarkt auch schon mal heftiger sein. Und ich rede ja nicht von 5% Rückgang, wo viele ja immer schon nervös werden, sondern ich rede da von 10, 20, 30%, wo es dann bergab geht. Das sind dann diese sogenannten Abwärtstrends. Der größte Unterschied zwischen diesen beiden Trends ist relativ einfach zu definieren. Ein Aufwärtstrend geht meistens sehr lange, aber eben sehr kontinuierlich und langsam. Bringt für die meisten Trader den positiven Nebeneffekt, dass es sehr angenehm zu handeln ist. Auf der anderen Seite, Abwärtstrends gehen sehr, sehr schnell. Das haben wir gesehen, Juli, August, als die Märkte dann doch relativ schnell zurückgekommen sind, gerade noch auch im Ende Juli, Anfang August. Kann dann sehr schnell mal 5% oder 10% in ganz, ganz kurzer Zeit mitnehmen. Wie gesagt, Abwärtstrends sehr schnell, Aufwärtstrends meistens eher langsam. Und dann gibt es das, was für alle Trendfolgesysteme häufig sehr schwierig zu handeln ist und deswegen auch für uns, die sich mit dem Thema Markttechnik ein wenig mehr auseinandersetzen. Das sind diese sogenannten Seitwärtsmärkte. Seitwärtstrends sind halt sehr unangenehm im Handel. Und deswegen versuchen wir, diese zu isolieren. Das heißt, wir schauen uns ganz genau an, wann geht der Markt aus einem Aufwärtstrend in einen Seitwärtsmarkt. Und das werden wir natürlich gerade auch beim Kleine Konten, bei dieser 3-monatigen Webinarreihe sehr genau drauf ein, damit ihr diese Situation frühzeitig erkennt. Denn am Ende eines Seitwärtstrends kann natürlich jeder sagen, naja, ist klar. Wichtig ist, dass wir es innerhalb von ganz kurzer Zeit, möglichst innerhalb von 3, 4, 5 Tagen erkennen, dass ein Markt in einen Seitwärtsmarkt übergeht, weil diese Seitwärtsmärkte im Regelfall häufig dann über manchmal 2, 3, 4, 5 Wochen oder auch länger anhalten können. Markttechnisch ist eine Trenderkennung, also von der Theorie her, total einfach. Und zwar geht es eigentlich darum, dass man immer steigende Tiefpunkte benötigt und steigende Hochpunkte. So, soweit auch zur Theorie, ist auch relativ einfach eigentlich. Wenn man einen Chart sieht, wird es manchmal dann etwas schwieriger. Deswegen ist es hier ganz, ganz wichtig, ein wenig Übung zu bekommen. Und das sind auch eben Dinge, die wir halt machen. Auch wie zeichnet man Trends jetzt eigentlich wirklich richtig ein? Das ist, glaube ich, die Frage, die wir am häufigsten bei uns im Handelsbüro gestellt bekommen. Und das ist auch immer sehr spannend. Auch die Frage immer, wie sieht das denn überhaupt aus bei euch im Handelsbüro? Und wie viele Leute sind da? Und was macht ihr so? Dazu werde ich am Ende dieses Webinars nochmal was sagen. Weil ihr habt dann auch die Möglichkeit, hier uns zum Beispiel auch einmal zu besuchen, wenn ihr das möchtet. Abwärtstrends, auch darüber haben wir schon in einem der vorherigen Webinare gesprochen, erkennt ihr in der Theorie immer daran, dass ihr eben fallende Hochpunkte und fallende Tiefpunkte habt. Und das sieht auf einem gemalten Bild auch immer total einfach aus. Häufig kommen die Probleme eigentlich immer dann, wenn man das Ganze sich in der Praxis anschaut. Aber auch hier, wenn wir einfach mal auf diesen Monatschart schauen, sehen wir eigentlich relativ einfach, dass wir hier einen Aufwärtstrend haben.
Und wenn man den jetzt markttechnisch einzeichnen möchte, dann ist es auch nicht besonders schwierig, denn wir sehen hier, dass wir hier eine schöne Aufwärtsbewegung haben, eine kurze, flache Korrektur und danach wieder einen schönen, starken Trend und dasselbe hier auch wieder eine kurze Korrektur und es geht hier wieder bergauf. Und das sind natürlich genau die Werte, die wir am Ende des Tages auch handeln werden. Das heißt, wir werden immer versuchen, diese Aktien zu isolieren, heißt auf unsere Watchliste zu nehmen, die ein solches Chartbild aufweisen und auch nur diese Werte handeln. Weil es macht am Ende des Tages wenig Sinn, Aktien zu handeln, wo man sich in einen Chart eingraben muss, um zu schauen, gibt es da jetzt einen Trend oder gibt es da eine Schulter-Kopf-Schulter-Formation oder sonstige Dinge. Weil am Ende, wenn ihr euch entschieden habt, einen bestimmten Wert zu handeln, egal ob das jetzt ein Index ist, ein Devisenpaar ist oder auch eine Einzelaktie, wie ich das sehr häufig mache, dann müssen das natürlich auch neben euch noch viele Hunderte und Tausende von anderen Händlern auch sehen. Denn wenn es keinen fundamentalen Grund gibt, sondern nur einen technischen Grund, warum die Aktie steigen sollte, dann müssen es natürlich möglichst viele Leute sehen. Denn wenn ihr erstmal in einer Position drinne seid, dann bewegt ihr den Kurs am Ende des Tages natürlich nicht mehr, sondern natürlich nur noch die, die nach euch kaufen. Und deswegen ist es immer wichtig, gerade was das Thema Screening angeht, immer die Werte herauszusuchen, die wirklich ein, ja, ich sage einfach mal, nahezu perfektes Chartbild haben, im Idealfall sogar noch eine Nachricht dahinter steckt. Und so kombinieren wir einfach zwei, drei Dinge miteinander. Und das hat ja auch in den vergangenen Jahren immer wieder zu dem entsprechenden Erfolg gefunden, auch eben in den Webinarreihen kleines Konto Großtraden, wo wir es immer geschafft haben, eine sehr schöne Rendite in kurzer Zeit zu erzielen. Und das ist eben ja auch das Ziel dieser Reihe, dass wir zum einen sehr viel Wissen mitgeben, also alles das, was fürs Trading wichtig ist, von den Dingen, wo man bei der Brokerauswahl drauf achten muss, über die Software, über die verschiedenen Orderarten und Typen, aber dann natürlich auch, wie wird gescreent, wie macht man das Ganze professionell, wie machen wir das bei uns im Handelsbüro, dann welche Setups sind profitabel, wie kriegen wir das beste Chance-Risiko-Verhältnis und wie vor allen Dingen finden wir halt solche Titel hier und wie setzen wir dann, wenn wir so einen Titel gefunden haben, dann natürlich auch in entsprechende Trades um. Wir haben darüber gesprochen in den vergangenen Webinaren schon über das Thema Trendhandel, warum es so sinnvoll ist, Trends zu handeln. Ich sage einfach nur eine Überschrift. Ihr könnt euch die alten Webinare natürlich auch gerne anschauen, können nachher auch nochmal die Links dazu posten, damit ihr, wenn ihr möchtet, euch die auch nochmal anschauen könnt. Trends haben einfach den Vorteil, ein Trend hält halt länger an, als dass es sich umkehrt. Und das sieht man halt ganz klar, wenn man sich einen Aufwärtstrend anschaut, dann sieht man, dass der über viele Wochen, manchmal Monate anhält, bevor er sich halt in einen Abwärtstrend dreht. Das heißt, es macht hier einfach Sinn, immer in solchen Positionen dabei zu bleiben. Ähnlich ist es auch bei einem Abwärtstrend, auch hier ganz klar immer fallende Hochpunkte und fallende Tiefpunkte und man versucht halt möglichst hier beim Durchbruch durch einen bestimmten Tiefpunkt dann in einen Wert hineinzukommen, den Stop entsprechend darüber zu platzieren und dann den Stop einfach nur nachzuziehen, damit man die Gewinne laufen lassen kann. Wir haben uns vorhin den Chart langfristig hier zur Aktie angeschaut mit dem Kürzel FISV und hier jetzt auch nochmal ein praktisches Beispiel für so einen Trendhandel. Das heißt, man sieht hier ganz schön, dass die Aktie hier im Frühjahr so ein Doppeltief gemacht hat im Mai. Es gab also hier kein tieferes Tief mehr. Das sieht man hier sehr schön. Das heißt, es hat sich hier ein sehr schöner Trend aufgebaut, den wir dann auch sehr gut eben entsprechend handeln konnten. Und man hätte natürlich hier auch über dem Hoch vielleicht schon einsteigen können. Das hat aber was mit Risk Management zu tun, worauf wir natürlich auch in der Tiefe eingehen werden bei kleines Konto Großtraden, weil man muss sich halt anschauen, wenn man hier an diesen Hochs einsteigt bei 89 und den Stop bei 82 hat, dann ist das natürlich schon eine Menge. Wir haben hier 7 Dollar oder umgerechnet, ja, ungefähr 7 bis 8% Stop. Das ist für einen Trade schon eine ganze Menge. Und deswegen muss man immer schauen, passt das zu dem Chance-Risiko-Verhältnis, was man als Trader hat? Und das ist natürlich bei jedem Trader auch unterschiedlich. Aber auch da werden wir darauf eingehen,
was so ein guter Durchschnittswert ist, je nach Risikoneigung auch, dass man genau weiß, okay, das ist jetzt perfekt für mich und das andere halt eben entsprechend für den anderen Trader. Die Trades, die wir machen werden, werden sich in erster Linie tatsächlich im Stunden- und im Tageschart sein. Warum? Nun ja, im Intraday-Handel würde es ja voraussetzen, dass wir das dann vielleicht gerade in dem Moment machen könnten, wo das Webinar ist. Ansonsten ist das ja immer sehr schwierig. Bei Tages- oder Stundentrends können wir vorher den Screening-Prozess gemeinsam machen und dann natürlich auch entsprechend sagen, okay, die und die Aktien sehen spannend aus, da können wir rein. Ich denke, das ist auch für den Start, wenn man anfängt zu handeln, das ist auch die Erfahrung aus 20 Jahren, in den großen und mittleren Zeiteinheiten wesentlich einfacher zu handeln. Wir haben ja auch letztes Wochenende noch bei unserem Investmentseminar darüber gesprochen, die Quote derer, die in den großen Zeiteinheiten handeln, also gerade Investoren, die saisonale Geschichten nutzen für sich, also wir zum Beispiel machen ja sehr viel saisonale Strategien, die im Durchschnitt so 15% bringen. Das schaffen am Ende eigentlich alle, weil hier die Trefferquoten sehr hoch sind und es sehr einfach umzusetzen ist. Das ist im Tageschart auch so, im Stundenchart wird es schon schwieriger. Das wisst ihr selber, dann sind die Trefferquoten dann eher bei den meisten Tradern so zwischen 45 und 55, 60%. Das heißt, mehr oder weniger jeder zweite Trade ist ein Gewinntrade, was ja erstmal gar nicht schwierig ist. Problem ist meistens für die anderen die Kehrseite der Medaille, nämlich dass eben 4 von 10 Trades oder 5 von 10 Trades eben nicht funktionieren. Und damit muss man halt mental am Anfang erstmal klarkommen. Und deswegen ist so der Handel in den größeren Zeiteinheiten, wo ihr hohe Trefferquoten im Regelfall habt, wesentlich einfacher umzusetzen. Kommen wir nochmal auf den Chart zurück. Wenn man hier den Einstieg macht beim Durchbruch, dann sieht man ganz schön, wie die Aktie hier auch sauber nach oben gelaufen ist. Das ist auch ein Wert, den wir auch so gehandelt haben. Und dann sieht man hier am Ende eben auch entsprechend dann der Ausstieg, beziehungsweise wir sind ausgestoppt worden. Auch das macht hier am Ende des Tages immer Sinn, gerade wenn man Trends handelt, dass man diese eben nutzt und so lange in einem Trade drinne bleibt, bis man am Ende des Tages ausgestoppt wird. Gibt auch Ausnahmen, wann man das vielleicht mal anders machen sollte, gerade wenn die Chance-Risiko-Verhältnisse sich extrem verschieben, aber auch darauf werden wir im Einzelnen genau eingehen. Dann noch, bevor wir gleich auf das neue Thema kommen, hier nochmal eine Frage, die uns in den letzten Tagen immer wieder ereilt hat. Trendhandel ist ja total super, aber man hat ja immer das Problem, dass der Markt dann wieder ein Stück zurückläuft und dass es mental dann gar nicht so einfach ist, das Ganze umzusetzen. Und ja, das verstehe ich und deswegen nutzen wir eben auch sehr häufig den Bewegungshandel. Das heißt, wir lassen die Korrekturen einfach aus. Das heißt, wir versuchen dann eben nur diesen Bereich zu handeln, der hier in grün eingezeichnet ist. Der Punkt ist nur, wir werden natürlich nie das Tief hier erreichen beim Einstieg und auch nie das Hoch. Wenn ich nie sage, dann heißt es auch nicht nie, dass man es gar nicht schafft, aber es passiert halt wirklich selten. Was man schafft, ist hier eben so im unteren Bereich hineinzukommen und auch hier oben dann irgendwann ausgestoppt zu werden. Also, dass man hier ungefähr 70% der Wegstrecke mitbekommt. Aber diese Extreme, dass man ganz unten reinkommt und ganz oben raus, dass man wirklich beides bekommt, also ganz unten rein und ganz oben raus in so einer Strecke, das ist mir in den ganzen Jahren, ich glaube, keine 5-mal gelungen. Und das ist eben der Punkt. Also wenn man wirklich sagt, ich komme auf den Cent genau unten rein und auf den Cent genau oben raus, das passiert wirklich sehr, sehr selten. Aber wichtig ist, dass man möglichst tief unten reinkommt in einen solchen Trade und oben raus, weil dann haben wir halt die Bewegung wirklich perfekt mitgenommen und können die Korrektur dann schön an uns vorbeilaufen lassen. Denn ich werde das jetzt mal mit einer Zahl unterlegen. Nehmen wir an, ihr habt ein Risiko von 100 Euro. Dann ist es natürlich total spannend, wenn man sieht, okay, der Markt läuft nach oben, man hat 100 Euro gewinnen, vielleicht 150, 200, 250, 300 und kann dann hier oben aussteigen. Wenn man diese Korrektur aushalten muss, wie vorhin beim Trendhandel, dann sieht man, man hatte mal 300, dann geht es auf 250, 200, 150, bevor dann hier dieser Weg wieder nach oben geht. Am Ende tut sich das nichts. Hier hat man etwas mehr Arbeitsaufwand, bei dem anderen etwas weniger. Die Ergebnisse sind auch ähnlich. Man hat es nur mental einfacher. Und deswegen ist es für viele Händler einfach eine gute Alternative, diesen sogenannten Bewegungshandel. Und wie man den macht und wie man das genau umsetzt, wie gesagt, alles Teile der Webinarreihe. Und hier noch als letztes ein Beispiel dafür, was wir uns in der Theorie gerade angeschaut haben, hier in der Praxis, warum Bewegungen sinniger sind, als Korrekturen zu handeln.
Das ist ein Chartbild, was ich sehr gerne nutze. Zum einen, weil es aus einem Markt ist, von dem ich eigentlich sonst immer sage, der ist relativ schwierig zu handeln, nämlich der DAX. Alle, die den versuchen, im Daytrading zu handeln, wissen, da braucht man schon eine gute Strategie, um den profitabel auf Minutenbasis zu handeln. Es macht wahnsinnig viel Spaß, also gerade wenn News rauskommen oder Zinsentscheide oder Arbeitsmarktdaten kommen, mit einer guten Strategie kann man dann wirklich extremst viel Geld verdienen. Und ich bin ein Riesenfreund davon, im Daytrading News zu handeln. Das ist einer meiner Schwerpunkte auch in meinem Handeln. Grundsätzlich aber ist es natürlich so, dass der auch manchmal rumzickt. Das heißt, man sieht es hier ganz gut. Diese Seitwärtsphasen oder Korrekturen sind wirklich extremst schwer zu handeln. Und deswegen bin ich halt ein großer Freund davon, hier gerade in solchen Märkten dann eher die Bewegung zu nutzen. Also wenn der Markt grundsätzlich nach oben geht, dann auch entsprechend Indizes dann eher in Bewegung zu nutzen und weniger im Korrekturhandel, weil man hier doch sehr, sehr häufig ausgestoppt wird. Was unterm Strich nicht das Problem ist, wenn man profitabel das Ganze umsetzt. Für Anfänger, und das möchte ich aber immer wieder betonen, das ist ja auch das, was Nelson auch immer wieder sagt, man muss hier einfach auch das sein Risiko immer im Blick behalten. Und nur zu traden, um zu traden, macht halt wenig Sinn. Es geht am Ende des Tages darum, Gewinne zu machen. Und wir machen das ja, zumindest die meisten machen es nicht nur wegen des Spaßes, sondern weil sie auch damit Geld verdienen möchten, entweder nebenbei oder wie ich seit 20 Jahren hauptberuflich. Und dann geht es einfach gar nicht anders, dass man sich auf das konzentriert, was wirklich hochlukrativ ist. Und das ist eben tatsächlich wenn wir ja die Bewegung nehmen. Denn wenn man sich das anschaut, die Korrektur ist nicht besonders schön, die Bewegung aber sehr, sehr einfach. Man sieht es hier sehr schön nach oben. Hier die Korrektur, der Markt röppelt so hier runter, aber dann die nächste Bewegung wieder sehr schön. Hier wieder eine ganz kurze Korrektur im Verhältnis und dann wieder 5, 6, 7 Tage am Stück immer nur in eine Richtung. Das heißt, es macht einfach Sinn, sich auf wichtige Dinge zu konzentrieren, die wirklich sehr, sehr erfolgreich sind. Das kennt ihr ja auch aus anderen Bereichen, wo man ja auch immer sagt, konzentriere dich auf das, was gut funktioniert und den Rest schneide einfach ab. Und wenn man das beim Trading eben auch macht, dann ist man einfach eine ganze Ecke weiter als andere. Okay, das zu dem, was wir in den letzten zwei Webinaren schon gemacht haben. Wir gehen da auch nochmal in der Tiefe natürlich dann auch im Oktober in die einzelnen Themen rein. Was sind noch Themen, die euch erwarten? Wir schauen uns heute schon mal Auszüge aus dem an, was da kommt, und zwar natürlich der Handel aus der Korrektur. Der Handel aus der Korrektur hört sich erstmal gar nicht so wahnsinnig spannend an, ist aber unterm Strich die lukrativste Möglichkeit, mit einem extremst guten Chance-Risiko-Verhältnis gute Trades aufzusetzen. Warum? Wir haben die längst mögliche Wegstrecke, die wir als Trader mitnehmen können und mitnehmen sollten. Denn je mehr Gewinn wir in einem einzelnen Trade machen können, naja, desto mehr bleibt bei uns hängen. Je mehr Trades wir machen müssen, desto größer ist einfach die Gefahr, dass wir auf dem Weg Fehler begehen. Dazu kommt, dass ja auch die Kostenseite ein ganz, ganz wichtiger Aspekt im Trading ist. Man darf das eben nicht vergessen. Wenn ich 5 Trades mache in der Woche, dann ist meine Kostenstruktur halt eine andere, als wenn ich 5 Trades pro Tag mache. Ordergebühren, Slippage, also all diese Dinge spielen da halt rein. Deswegen muss man halt immer genau schauen, dass man möglichst große Wegstrecken mitnehmen kann. Wie meine ich das? Wenn wir hier sehen, wir haben hier so einen typischen Trend, der nach oben zeigt, den man dann auch handeln möchte. Und man kann natürlich sagen, ich handle hier diesen großen Trend, ganz klar. Oder man sagt, wir handeln die Bewegung, versuchen dann hier aus der Korrektur heraus. Das ist ja auch das, was wir in den letzten Tagen gesehen haben, als der Markt im August, Anfang September korrigiert hat und jetzt ja im September aus der Korrektur herauskam, wo man eben sehr, sehr gut das Ganze dann entsprechend nutzen konnte, um hier in den Markt hineinzukommen. Sowohl jetzt im deutschen Markt als auch im amerikanischen Markt und vor allen Dingen natürlich in Einzelaktien. Das heißt, der Schwerpunkt von kleines Konto, Großtraden wird auch hier natürlich wieder darauf liegen, wie kommen wir aus der Korrektur in entsprechende Märkte hinein, in Indizes, aber vor allen Dingen natürlich auch in den Einzelaktien. Denn wenn wir es mal gegenüberstellen, ein Index macht im Durchschnitt 6 bis 8% Performance, während Einzelaktien hier, wenn man sie gut selektiert, natürlich 10, 20, 30, 40% und mehr machen. Das heißt, wir können natürlich hier mit dem gleichen Arbeitsaufwand viel mehr
Performance machen. Und umsetzen könnt ihr das Ganze natürlich dann auch entsprechend je nach Kontogröße, ja auch mit CFDs. Es geht hier gar nicht mal um die Hebelwirkung, die natürlich ein schöner Nebeneffekt für den einen oder anderen vielleicht ist, aber man kann halt auch sein Geld wesentlich einfacher managen. Und hier sieht man dann auch genau, man macht hier den Einstieg, hat hier relativ gute übersichtliche Stops. Also auch der Stop hier im Trendhandel ist dann natürlich auch kleiner, als wenn wir den hier unten drunter setzen müssten. Und so können wir einfach den Trend so lange laufen lassen, bis wir dann auf der anderen Seite mit der nächsten Korrektur ausgestoppt werden. Und das Schöne ist, immer wieder dasselbe. In der Theorie sind diese Bilder einfach total easy. Die Frage ist nur, wie sieht das dann Ganze denn in der Praxis aus? Und da haben wir jetzt auch mal einen Trade mitgebracht hier. Die Aktie SRE haben wir im Screening-Dienst beispielsweise hier auf die Watchliste gesetzt. Da war die Aktie bei 132 US-Dollar gewesen. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie kann man das Ganze umsetzen? Wir haben hier im Tageschart einen Trend. Und jetzt ist ja nur die spannende Frage, wie kommt man rein? Und man sieht hier, es gab hier eine Korrektur, es gab hier eine Bodenbildung. Hier hatten wir vorhin das Beispiel auch schon. Es gab ein Tief, was nicht tiefer war. Es hat sich hier also ein erster Trend gebildet. Wir sind eingestiegen hier in die Aktie und ja, sofort darauf sind wir ausgestoppt worden. So, und das ist eben auch etwas, auch das gehört zum Trading dazu. Das ist das, was ich auch vorhin schon sagte. Nur im Schnitt jeder zweite Trade ist halt ein Gewinntrade. Das heißt, bei einer Trefferquote von 50% passt das, wenn ihr 60% Trefferquote habt, dann ist es ein bisschen besser. Dann habt ihr halt 6 Gewinntrades, 4 Verlusttrades. Trotzdem passiert sowas, dass man so wie hier dann beim ersten Trade ausgestoppt wird, auch nur um ein paar Cent hier in dem Fall. Auch das immer wieder auch eine Sache, die natürlich immer wieder gefragt wird. Ja, macht es denn überhaupt Sinn, einen Stop zu setzen bei solchen Trades? Am Ende sind Stops so wichtig im Trading, weil sie euer Kapital schützen. Stellt euch vor, ihr seid in einer Aktie drinne und die bricht jetzt nach unten durch und ihr lasst euch nicht ausstoppen und ein, zwei Tage später gibt es jetzt eine schlechte Nachricht und die Aktie fällt daraufhin um 10% und mehr. Wir haben das heute, glaube ich, bei FedEx gehabt. Da gab es Unternehmensnachrichten und die Aktie ist dann sofort 10% gefallen. Man konnte einen relativ guten Trade kurzfristig aufsetzen in den ersten Handelsminuten. Wenn ihr in so einem Trade drin seid, habt keinen Stop drin und merkt dann plötzlich, boah, ich habe gerade 10% verloren. Das ist halt wirklich sehr unangenehm. Es gibt Situationen, da kann man es manchmal nicht verhindern, wenn es ein Gap gibt. Aber wenn man so mit einem offenen Auge in die Gefahr hineinläuft, das solltet ihr nicht machen, weil die Gefahr einfach zu groß ist, richtig viel Geld dabei zu verlieren. Deswegen als Trader auf jeden Fall immer einen Stop im System haben. Der schützt nämlich am Ende des Tages dann euer Kapital. Dann haben wir hier, wie man es ganz gut sehen kann, zwei Tage später dann den nächsten Trade aufgesetzt. Warum? Naja, das Bild hat sich ja grundsätzlich nicht geändert. Das heißt also, der Trend ist ja jetzt, hat sich nur verschoben und der Stop ist ein bisschen größer geworden. Dann hier der zweite Einstieg und dann war es relativ einfach. Dann ist der Trade auch relativ gut angelaufen. Und so kann man das Ganze halt umsetzen. Und das werden wir halt auch machen, dass wir uns eben Trades nehmen und wir schauen halt, müssen wir ein zweites Mal rein oder nicht? Oder haben wir eine andere Aktie, die genauso gut aussieht, die wir dann entsprechend nutzen können? Was besonders spannend immer ist, ist, wenn man hier ausgestoppt wird und der Markt anschließend weiterläuft. Und das ist auch etwas, was mental am Anfang total schwierig ist. Gerade wenn man anfängt zu traden, das habe ich damals auch sehr oft gehabt und höre das auch immer in ganz vielen Coachings. Ja, ich bin dann ausgestiegen oder bin ausgestoppt worden und dann kam die große Rallye hinterher. Das ist am Anfang, ist das immer total unangenehm. Wenn ihr aber ein halbes Jahr tradet oder ein Jahr oder so wie ich über 20 Jahre, werdet ihr feststellen, das wird mit jeder Aktie passieren. Also jede Aktie wird hinterher höher stehen, als wo ihr ausgestiegen seid, weil ihr seid Trader und dann ist es normal, dass man aussteigt und dann auch wieder am nächsten Tag oder nächste Woche oder nächsten Monat wieder in die gleiche Aktie einsteigt. Wir sind ja keine Investoren, zumindest jetzt hier in dieser Runde nur bedingt. Ich selber bin zwar auch Investor und auch mit dem größten Teil meines Kapitals. Das heißt, ich gehe da anders vor als im Trading. Aber gerade im Trading haben wir halt die Möglichkeit, sehr schnelle
Gewinne zu machen, so wie hier auch zu sehen, innerhalb von wenigen Tagen über 3,5%. Und das ist eben das, was die Sache besonders spannend macht. So, bevor ich auf die nächste Folie komme, sehe ich gerade, dass hier zwei Fragen reingekommen sind. Die würde ich hier an dieser Stelle gerade kurz aufgreifen. Günther fragt, Stop-Loss 2% bei kleinen Konten. Ja, ist tatsächlich so, Günther, dass wir bei kleinen Konten häufig mit 2% Stop arbeiten. Ich will das nicht pauschal sagen, weil es gibt auch Situationen, wo man ja nochmal kleiner setzt. Im Regelfall sagt man ja so 1% Stop ist ganz okay. Ich mache das tatsächlich ein bisschen abhängig bei kleinen Konten von der Marktphase. Ich selber handle im Trading mit einem Stop beispielsweise, wenn ich jetzt mit meinem großen Konto arbeite, mit 0,25% Positionsstop. Bei den durchschnittlichen Trades bei kleinen Konten ist es immer 1 oder 2%. Das heißt, wenn wir eine gute Marktphase haben, die sehr, sehr sauber ist, so wie jetzt zum Beispiel in den letzten 5, 6, 7 Tagen, dann kann man sehr, sehr gut mit 2% arbeiten, weil klar, wenn der Stop ein bisschen größer ist, wird die Positionsgröße größer und man kann den Gewinn natürlich nach oben schrauben. Aber, und das ist wichtig, man sollte den Stop eben nicht pauschal sagen, der ist halt 2 oder 1%, sondern es ist ganz, ganz wichtig, wo ist der Wohlfühlfaktor? Und wir werden das Ganze auch mathematisch unterlegen bei kleinen Konten, damit man auch genau weiß, was passiert, wenn man den 1% Stop hat, ein halbes Prozent oder 2%. Vor allen Dingen, die meisten Trader möchten natürlich auch möglichst schnell ihr kleines Konto zu einem großen traden. Das ist ja auch der Sinn des Ganzen und auch die Idee dahinter, aber ohne, und das möchte ich halt ganz klar sagen, wir haben hier nicht vor, ein Millionendepot damit aufzubauen und hier Risiken zu fahren, damit wir das Konto entweder nach oben kriegen oder auf null. Auch das kann man draußen finden, wenn man das machen möchte. Das habe ich noch nie gemacht, möchte ich auch nicht. Ich möchte immer Trades aufsetzen, die aus meiner Sicht ein gutes Chance-Risiko-Verhältnis haben, mit denen wir gute zweistellige Renditen im Jahr erzielen können, ohne Hebelprodukte. Auch das ist ja das, was wir in den letzten beiden Webinarreihen immer wieder gemacht haben, das Ganze ohne entsprechende Hebelprodukte umzusetzen. Wir werden jetzt dieses Mal zum ersten Mal anfangen, eben das auch mal im CFD-Bereich umzusetzen, weil viele Kunden auch CFDs handeln, werden es aber trotzdem im Rahmen des gleichen Risikos betreiben. Aber damit man einfach auch sieht, wie machen wir das, wie setzen wir das um mit entsprechenden CFDs, machen wir das auch hier, dann kann man auch das Risiko etwas besser streuen. Helmut schreibt, das ist das Erste, was ich beim Traden gelernt habe, ohne Stop kein Trade. Genau das ist auch richtig, Helmut. Man sollte niemals, nie, nie, nie einen Stop weglassen. Oder, also ich glaube, das wissen, haben auch viele im Kopf. Was nicht so klar ist, was aber viele machen, wenn der Trade in Richtung des Stops läuft, dass der Stop entweder also weggeschoben wird, also man macht das Risiko plötzlich größer, oder nimmt den ganz weg. Und was ich auch schon oft gesehen habe, wenn wir Trade-Besprechungen machen, das machen wir ja mit unseren Kunden regelmäßig, dass wir uns jeden Trade anschauen, den sie gemacht haben. Wir bieten ja auch diese Nachbetreuung immer an, dass wir uns wirklich Trading-Tagebücher anschauen und die entsprechenden Trades anschauen von unseren Kunden, um zu gucken, wo sind die Probleme, wo sind vielleicht Fehler, was läuft gut. Und da fällt immer wieder auch auf, dass es sogar passiert, dass die Stops höher rangezogen werden, wo sie gar nicht hingehören, um das Risiko aus dem Markt zu nehmen. Und dann fliegt man plötzlich raus und wundert sich. Also es ist schon immer sehr spannend, was man so sieht, wenn man sich jedes Jahr 100, 200, 300 Trades von Kunden anschaut, was man so alles machen kann. Und die wissen es am Ende des Tages auch häufig. Aber sie brauchen natürlich manchmal auch ein bisschen die Bestätigung im Markt. Und man probiert natürlich auch viele Sachen aus. Das habe ich halt auch gemacht. Dann haben wir noch eine Frage von Thorsten und dann gehen wir hier weiter. Gibt es ein, zwei Sätze zur Agina Trader Software? Ja, wir werden im Rahmen von kleinen Kunden auch auf die verschiedenen Softwarelösungen zu sprechen kommen, Thorsten. Sowohl auf den Agina Trader, den ich nutze, als natürlich auch Trader Workstation. Ich denke, wir werden vielleicht auch, das kann ich aber noch nicht versprechen, vielleicht auch was zu MetaTrader sagen. Vielleicht kann ich da auch jemanden für gewinnen, der sich da ein bisschen besser mit auskennt als ich, weil ich bin da absolut kein Spezialist drauf, weil ich den nicht für mich nutze. Aber vielleicht bekommen wir da noch jemanden, der sich mit der Software gut auskennt und den wir auch dafür nutzen können.
Okay, dann gehen wir weiter. Fragen kommen wir gleich auch noch mal im zweiten Block drauf. Was ist noch hochprofitabel im Trading und kann man das auch umsetzen als privater Dynamic-Trades beziehungsweise News-Trades? Und ich sage ja, und am Ende des Tages machen wir uns nichts vor, sind das auch im Regelfall die profitabelsten Trades, die man machen kann. Die spannende Frage ist ja nur, muss ich das im Daytrading machen, wie das hauptberufliche Händler machen, oder kann ich das auch im Stundenchart oder im Tageschart? Und ja, das kann man da genauso machen. Wenn es wichtige Nachrichten sind, dann ist es egal, ob das im Devisenmarkt ist, ob das in Indizes, in Einzelaktien ist, dann ist das nicht nur eine Momentaufnahme, die 2 Minuten anhält oder 5 Minuten anhält, sondern wenn es wirklich eine richtig einschneidende Geschichte ist, wie beispielsweise heute der Zinsentscheid, der muss nicht einschneidend sein, könnte aber passieren. Ich hatte ja mit Nelson ganz am Anfang ganz kurz darüber gesprochen, wenn es heute 50 Basispunkte nach unten gehen sollte, was so mit ungefähr 40% eingepreist ist, dann könnte es zu kräftigeren Bewegungen kommen, weil man eben nur mit 25 Basispunkten rechnet. So, und in Unternehmen ist es genauso, wenn zum Beispiel wie damals beim Dieselskandal, dann ist VW nicht nur einen Tag gefallen, sondern wochenlang, und nicht nur VW, sondern auch die anderen Automobilkonzerne. Oder wenn es Abspaltung gibt, Übernahmen gibt, all diese Dinge, da macht News Trading halt wirklich viel Spaß, und dann hat man sogar viele, viele Vorteile, wenn man nicht im Minutenchart handelt, sondern vor allen Dingen in den großen Zeiteinheiten, weil man da eben einen Großteil der Bewegung mitbekommt. So, und ich habe hier zwei, drei News Trades mitgebracht. Ihr könnt selber mal schauen, sie sind schon ein bisschen älter. Geht aber immer noch um das Gleiche. Man liest eine News und wird erklären natürlich auch genau, welche News sind besonders spannend, worauf soll man achten, und wo findet man auch diese News, weil gerade als privater Trader ist das natürlich besonders wichtig, weil es soll ja am Ende des Tages auch gar nichts kosten, und die meisten Dinge, die man fürs Trading braucht, sind auch kostenfrei zu bekommen. Und das ist auch das Spannende, und da muss man auch wirklich ein ganz, ganz großes Lob und Dankeschön immer wieder an dieser Stelle natürlich auch an die verschiedenen Richtungen immer mal wieder abgeben. Das ist so, was die Nachrichtenbeschaffung angeht, heute sehr einfach. Man kann hier mit 15 Minuten Zeitverzögerung häufig Daten bekommen. Klar, wenn man es Realtime haben will, muss man ein paar Euros bezahlen, aber auch das sind, glaube ich, heute nur noch 79, 89 Euro, so in dieser Größenordnung. Das hat früher Hunderte von Mark gekostet, plus Datenfeed und Realtime, den ganzen Krams, und vor allen Dingen bei der Telekom eine Standleitung. Das war alles sehr, sehr teuer. Heute kostet es fast nichts mehr. Auch Webinare, wenn man sich das anschaut, was FX Threat und Cap Trader da wirklich auf die Beine stellt. Man kann ja fast jeden Tag sich Webinare zu unterschiedlichen Themen anschauen, um zu gucken, okay, was interessiert mich, welche Handelsrichtung möchte ich machen, wo möchte ich vielleicht den Trainer, Coach besser kennenlernen. Also auch da vielen Dank immer auch an die Broker, sowohl von meiner Seite, aber auch von Kundenseite, was da so alles auf die Beine gestellt wird. Das finde ich sensationell zwischenzeitlich. Das heißt also, nie war es so einfach, erstmal zumindest an Grundinformationen zu kommen, um dann zu entscheiden, okay, wo möchte ich dann vielleicht den nächsten Schritt machen. Aber kommen wir noch hier zum Aeon Trade. Also wenn man das liest, wichtig jetzt zu überlegen, was würde man denn machen, wenn man jetzt News Trader wäre im Minutenchart? Werden wir nicht machen, eben kleine Konten groß traden, weil, wie gesagt, die meisten gar nicht so weit sind, im News Trading zu agieren. Da braucht man viel Erfahrung für. Das würde dann in einem zweiten Schritt dann kommen. Erstmal ist es wichtig, dass man in den großen Zeiteinheiten, sprich Stunde und Tag, profitabel ist, sonst macht das Ganze andere wenig Sinn. Fragt euch selber, glaubt ihr, wenn ihr die Nachricht gelesen hättet, ob der Markt steigt oder fällt? Das ist passiert. Es gab ein Gap, relativ groß, minus 9%. Und das ist das Bild gewesen. Es gab hier diese schöne Gap. Und wir werden dann natürlich genau schauen, wie kann man das Ganze dann im Trade umsetzen. Also nicht als Daytrader, sondern tatsächlich, wenn am Ende des Tages der Spaß vorbei ist, so wie hier. Und dann kommt hier ein neuer Trend, und wir zeigen dann auch ganz genau, wie könnt ihr das Ganze umsetzen, wenn zum Beispiel solche News da sind und wir sehen, okay, Webinar steht an und da kommt an dem Tag so eine News oder am Tag davor, und dann, wie können wir solche Trades platzieren, damit wir davon profitieren können, wie jetzt beispielsweise hier bei E.ON, wo wir dann sehen, okay, hier geht es dann entsprechend bergab, wir können die Stops nachziehen, bis wir ausgestoppt werden, und dann ist der Trade vorbei. Also das heißt, hier werden wir ganz genau uns anschauen,
Wie kann man in solche Trades reinkommen? Wie kann man die Nachrichten für sich nutzen? Wo findet man die ganzen News, die man dann entsprechend hier auch umsetzen kann? Und worauf muss man hier achten? Und ja, wenn man sich das anschaut, in 10 Tagen 7% Gewinn, da müssen andere Leute ihr Geld ziemlich lange für anlegen. Ich habe noch gestern einen Vortrag auch gehalten zum Thema Investment, wenn man sich anschaut, Tagesgeld, war total überrascht, ich habe das gesehen, das Angebot der Sparkasse im Investment zum Beispiel 0,01% Rendite. Das heißt, man braucht 100 Jahre, um 1% heutzutage an Rendite überhaupt machen zu können. Also das ist halt Irrsinn und man muss halt Alternativen suchen, wenn man heute sein Kapital noch vernünftig anlegen will. Und das kann man halt mit Immobilien machen, das kann man mit Aktien machen. Und der nächste Schritt ist dann halt vom Investment vielleicht, von langfristigen dann vielleicht ins Trading zu gehen. Am Ende 7,5% Rendite in ganz kurzer Zeit. Ich habe hier noch einen Long Trade mitgebracht, der hier möglich war. Hier auch die Nachricht dazu. Wir sehen, es gibt einen Gap von 4,5%. Und hier kann man auch wieder ganz gut sehen, was danach passiert ist, also erst ein Gap und dann entsprechend hat sich hier ein Trend gebildet. Das heißt, wir werden uns also nicht nur diese typischen Trends uns anschauen, die ihr vielleicht auch aus Büchern kennt. Man steigt jetzt am absoluten Hochpunkt in ein Trade ein, sondern wir werden auch genau darüber sprechen, wann lohnt es sich beispielsweise Trend im Trend zu nutzen. Das heißt also nicht hier am absoluten Hoch einzusteigen, sondern wann macht es auch Sinn, in einem untergeordneten Trend einzusteigen und wie nutzt man den dann, um entsprechend hohe Renditen zu erzielen. Egal, ob das jetzt im 5-Minuten-Chart, Stunden-Chart oder im Tageschart ist. Am Ende haben alle Trades eins gemeinsam, man wird ausgestoppt. Die spannende Frage ist eigentlich immer nur mit Gewinn oder mit Verlust. Das ist eigentlich das Einzige, was am Ende des Tages für die Trader, die anfangen, das Spannende ist. Je länger man beim Trading dabei ist, ist es eigentlich nicht mehr das Entscheidende. Da ist der entscheidende Faktor, dass man alles richtig macht beim Trading. Weil wenn man alles richtig macht, wird man am Ende der Woche, des Monats oder des Jahres im Gewinn sein. Und der einzelne Trade spielt eigentlich keine Rolle mehr. Das ist sicherlich am Anfang total schwer nachzuvollziehen, warum der einzelne Trade keine Rolle spielt. Aber wenn man sich mit jedem einzelnen Trade wirklich mental beschäftigt, vor allen Dingen mit den Verlusttrades, jetzt greife ich so ein bisschen vor auf unser Psychologie-Seminar in 2 Wochen, aber am Ende des Tages ist es ja für jeden auch wichtig. Unser Gehirn ist sehr einfach gestrickt. Das heißt, Gewinne, die wir machen, können wir relativ einfach mit umgehen. Wir machen ein Spiel, du gewinnst 100 Euro. Und du freust dich über die 100 Euro. Wir machen nochmal das gleiche Spiel, doppelt oder nichts. Du verlierst die 100 Euro, bist wieder bei null. Am Ende fühlt sich das nicht geil an, weil man hatte ja schon die 100 und ist jetzt wieder auf null. Das ist beim Trading eben das, was jeden Tag passiert. Man ist im Gewinn, der Trade ist aber noch nicht zu Ende. Jetzt läuft der in eine Korrektur rein und das fühlt sich komisch an. Und da haben die meisten Trader am Anfang sehr dran zu knacksen. Und deswegen hier ganz klar, auch die emotionalen Dinge werden wir hier grob anreißen. Wir können hier nicht in der Tiefe reingehen, aber wir werden hier uns auf jeden Fall auch mit diesem Thema auseinandersetzen, weil wir in dem Seminar werden wir uns 3 Tage mit dem Thema auseinandersetzen, aber hier werden wir es zumindest anreißen, damit auch hier die wichtigsten Dinge klar sind, wieso, weshalb, warum das Ganze eben funktioniert oder eben nicht funktioniert. Und auch hier ein ganz wichtiger Punkt, es geht hier nicht um den absoluten Gewinn, ob das jetzt hier bei 100 Euro Risiko 200 Euro Gewinn oder 250 Euro Gewinn sind, sondern es geht eher darum, um zu verstehen, ihr könnt im Maximalfall, wenn ihr verliert, ein R verlieren. Also wenn das 100 Euro ist, das Risiko, dann sind es 100 Euro, wenn es nur 50 sind, sind es 50. Das heißt, also der maximale Verlust, der entstehen kann, ist immer ein R. Der Gewinn ist aber im Regelfall eben deutlich, deutlich höher, so wie jetzt hier mehr als 2 R. Das heißt, bei 100 Euro Risiko kann man halt nur 100 Euro im Schnitt verlieren, gewinnen kann man aber 2, 3, 4, 500 Euro. Das heißt, wenn ihr eine Trefferquote habt von 50%, spielt es keine Rolle, ob da mal 2, 3, 4, 5 Trades nicht funktionieren, weil auf der anderen Seite müssen nur 2 Trades funktionieren und alles ist wieder herausgeholt. Das heißt, am Ende ist das Einzige, was den psychologischen Aspekt angeht, wichtig, dass man damit klarkommt, wie die Verteilung von Gewinnen und Verlusten ist
beim Traden, also auch bei einer 50-50-Chance. Und das vielleicht als letztes Beispiel dazu, mehr dazu dann in der Webinarreihe. Nimmt einfach mal eine Münze, egal welche, Kopf oder Zahl, und werft die einfach mal 10 oder 20 Mal. Und dann schaut mal, ob da wirklich 50-50 bei rauskommt oder nicht, weil das ist am Ende des Tages das, was ihr auch im Trading erleben werdet. Ihr macht alles richtig, ihr habt eine 50-50 Chance, wenn ihr in einen Trade hineingeht. Selbst wenn ihr keine Ahnung habt, muss das eigentlich eine 50-50-Geschichte sein? Wenn ihr gut seid, habt ihr halt ein besseres Chance-Risiko-Verhältnis. Und dann werdet ihr feststellen, oh, manchmal ist es tatsächlich so, dass von 10 Trades 7 funktionieren und 3 nicht. Und irgendwann wird sich das umkehren. Und da könnt ihr euch mal die Frage stellen, wie fühlt sich das an, wenn man 7-mal hintereinander gewinnt? Und wie ist es, wenn man 7-mal hintereinander verliert? Und das ist eben der emotionale Bereich, und da scheitern die meisten Trader dran. Am Ende ist 50-50, heißt nichts anderes. Wenn man immer mehr gewinnt als verliert, bleibt am Ende auch was über. Und das ist das, wovon wir als Trader dann leben. Ich habe noch ein letztes Beispiel für News Trades mitgebracht, und dann schauen wir nachher natürlich gleich auch nochmal auf die Fragen. Eine News, die ich immer wieder gerne nutze, Deutsche Bank, das wissen alle, die auf meinen Seminaren schon gewesen sind. Ich mag die Deutsche Bank besonders gerne. Und hier haben wir eine tolle Überschrift: Deutsche Bank betont stabile Finanzen. Und überlegt euch, was passiert hier mit dem Trade? Vorhin kam schon mal die Frage nach den News, wo man die findet. Hier unter anderem sind die jetzt von OnVista. Auch immer ganz wichtig, wenn man solche Folien nutzt, dass man immer die Quelle dazu schreibt. Downgap 7,5%, und wir haben uns überlegt, okay, wie wollen wir die Aktie handeln? So, und am Ende ist es nicht die Frage, was in der News drin steht, sondern das, was der Markt daraus macht, und das ist auch das, was wir dann entsprechend uns anschauen. Wir sehen hier das Gap, was hier entstanden ist, ganz klar, und wir sehen, dass ein Trend danach entsteht. So, und das ist halt krass. Der Markt ist hier wirklich sehr massiv nach oben gelaufen. Auch hier geht es nicht um den Gewinn, sondern es geht einfach nur darum, wie handelt man das? Und es ist halt typischer Trendhandel. Man zieht die Stops einfach nur nach. Egal, ob man jetzt hier einsteigt, ob man hier oben einsteigt oder ob man jetzt hier eingestiegen wäre, spielt überhaupt gar keine Rolle. Also es geht nur um die Systematik zu verstehen, wie das Ganze funktioniert. Und wir werden dann im Detail halt drauf eingehen, wann man solche Trades in Trendrichtung macht, wann man sie nicht macht, also was steckt am Ende des Tages dahinter. Okay, Ergebnis war hier überproportional stark, wie gesagt, und das, es geht hier nicht um die 23%, sondern es geht darum, dass man hätte damit am Ende 13 Verlierer ausgleichen können, wenn man einfach den Trend einfach nur laufen lässt. Das ist eigentlich das Spannende. Man hat 3-4 Mal verloren, man fühlt sich nicht gut, dann macht man einen so einen Trade und alles ist gut, wenn man es durchhält. Das ist eigentlich das, was am Ende des Tages das Wichtige ist. So, dann komme ich, bevor wir in den letzten Block kommen, noch mal einmal kurz auf die Fragen, die wir hier haben. Bis dahin waren wir. Okay, hallo Mario, ist es bei deiner Strategie genauso wie überhaupt im Trading, dass man die Erwartungshaltung im Griff bekommen sollte? Sehr gute Frage, Helmut. Tatsächlich, die Erwartungshaltung ist eines der wichtigsten Punkte. Also wenn ich ins Trading gehe mit der Erwartungshaltung, ich habe ein 5.000-Euro-Konto und ich habe am Ende des Jahres 50.000, dann wird es schwierig werden, weil der Druck extremst hoch ist. Ich will gar nicht sagen, dass das grundsätzlich nicht funktioniert, denn ich habe das selber schon erlebt. Ich selber habe in einem Jahr, das war glaube ich 1999, mein Konto verzehnfacht in einem Jahr. Das ist aber auch nur einmal in diesen 20 Jahren passiert. Also von daher, ja, es passiert, die Leute, die bei, ich sage jetzt einfach mal, bei 100 Bitcoins gekauft haben, als sie noch bei 100 Euro standen und die dann vielleicht bei 5.000 verkauft haben, die haben ihr Konto auch verfünfzigfacht oder den Wert. Ja, also natürlich passiert das in der Theorie, aber in der Praxis passiert das ja eben nicht so oft. Und deswegen darf die Erwartungshaltung halt nicht so hoch sein. Es ist doch viel, viel einfacher zu sagen, ich möchte erstmal profitabel traden und dann schaue ich, was der Markt mir gibt. Dann habe ich nämlich diesen Druck nicht und dann ist es auch viel, viel einfacher, das Ganze umzusetzen. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, greift im Prinzip in das Thema Psychologie, was wir dann auch ansprechen.
Große Verfallstage handeln wie übermorgen, Frage von Günther. Das hängt so ein bisschen von deiner Strategie ab, Günther, die du hast. Also ich selber handle tatsächlich vor Verfallstagen sehr gerne, am Verfallstag nicht. Begründe auch dann immer, wieso, weshalb, warum, kann das auch sehr gut an Statistiken untermauern. Aber grundsätzlich ist die Woche davor eher ein Grund zu handeln und nicht, um nicht zu handeln. Also für mich. Es heißt, für kleine Konto Großtraden genügt ein CFD-Konto zu haben, um mitmachen zu können. Ja, also im Prinzip braucht man nur ein Demokonto. Eigentlich braucht man gar kein Konto. Man muss ja nicht mithandeln. Und es geht ja nicht ums Mithandeln, sondern das ist nur ein Nebeneffekt, dass wir das Ganze mit einem Live-Konto machen. Weil wir haben uns ja damals überlegt, oder ich habe mir damals vor 3 Jahren überlegt, als wir das erste Mal diese Reihe gestartet haben, ich möchte das Wissen, was ich habe, vor allen Dingen für die weitergeben, die vielleicht ein kleines Konto haben, die im ersten Schritt auch sagen, boah, Seminar ist mir einfach der Schritt zu groß, ich brauche so einen Zwischenstep. Und das ist halt hier bei kleinen Konten extremst gut, weil wir hier das fachliche Wissen, was man braucht, um erfolgreich zu traden, die grundsätzlichen Dinge, wo die meisten Fehler entstehen, die kriegt man hier wirklich extremst gut verpackt. Und wir haben diesen Nebeneffekt gesagt, dass wir gesagt haben, wir wollen es nicht nur in der Theorie so halten, sondern wir möchten natürlich das Ganze, was wir in der Theorie erklären, in der Praxis untermauern, indem wir, wenn wir von Trendhandel sprechen, dass wir auch versuchen, Trend-Trades aufzusetzen. Wenn wir von Bewegungshandel sprechen, dann suchen wir nach Bewegungstrades, die wir machen können. Wenn wir über das Thema News Trading sprechen, werden wir hier entsprechend versuchen, News Trades umzusetzen. Und so haben wir das in den vergangenen Malen immer wieder gemacht, immer wieder mit gutem Erfolg. Das heißt, wir machen im Schnitt meistens ein Trade pro Woche. Es geht also gar nicht um eine große Anzahl von Trades, haben aber immer dazu geführt, im Prinzip ein sehr, sehr gutes Ergebnis zu fahren. Man kann ja auch sagen, man möchte 2 oder 3 Trades machen. Aber das ist, wie gesagt, gar nicht das Ziel, sondern es geht einfach darum, und das haben wir ja auch gezeigt, wenn man das Ganze macht, dass wir immer einen sehr, sehr schönen, positiven Ertrag haben. Der lag in der Vergangenheit immer so, dass wir mehr als 0,5% Rendite pro Woche erzielen konnten, und das mit nur einem einzigen Trade. Und wenn man hinterher 2 Trades, 3, 5 Trades macht in der Woche, ja, umso besser, dann wird die Performance entsprechend hochgehen. Es geht uns hier nicht darum, den Werbeeffekt zu haben, wir machen hier in 10 Wochen 30% mit Riesenhebelgeschichten, weil das würde auf der anderen Seite auch heißen, wenn es nicht gut läuft, dann sieht es auch entsprechend schlecht aus. Und das macht ja langfristig keinen Sinn, denn man will ja ein gutes Chance-Risiko-Verhältnis im Markt haben und langfristig 20, 30, 50% Rendite erzielen. Okay, dann gibt es eigentlich auch von mir Webinare, Kurse, die sich auf News Trading spezialisiert haben, fragt Matthias. Also News Trading ist halt hier im Rahmen von kleine Konten natürlich ein Thema, wo wir eine ganze Stunde drüber sprechen. Im Trading-Seminar gehen wir da natürlich auch verstärkt auf dieses Thema ein, gerade auch in der Betrachtung, wenn man das Ganze intraday handeln möchte. Was ansonsten Webinare angeht oder Online-Kurse, haben wir noch nichts. Haben wir aber auch schon mal darüber nachgedacht, das tatsächlich vielleicht fürs Thema News Trading zu machen. Welche Internetseite für News? Also ganz schwierig immer, Günther, da jetzt eine besondere hervorzuheben. Wir haben ja vorhin gesehen, also hier die Sachen, die mein Kollege rausgesucht hat, waren jetzt von Onvista gewesen. Gibt es auch Finanzen, also es gibt wirklich viele gute Seiten, oder man nutzt eben entsprechend die kostenpflichtigen Portale. So, was haben wir noch? Bettina ist auch dabei. Hallo Bettina. Wann weißt du, ob du im Stunden- oder 5-Minuten-Chart handelst? Sehr gute Frage, gerade wenn man jetzt schon im Daytrading unterwegs ist, wie du ja auch immer schaust. Ich mache das tatsächlich davon abhängig, ob ich eine News trade. Wenn ich die News sehe, dann versuche ich die möglichst in kleinen Zeiteinheiten zu handeln. Also das, was wir auch im Trader-Seminar besprochen haben. Wenn ich das nicht sofort sehe, dann handle ich halt fast immer eben entsprechend im Stundenchart. Das heißt also, wenn ich es live sehe, dann Minute oder 5 Minuten. Wenn ich es nicht live sehe, dann am nächsten Tag eher im Stundenchart und oder anhand des Stops. Also wenn der Stop zu groß ist im Stundenchart, dann handle ich es halt als Daytrade. Ich hoffe, das hilft dir ein bisschen weiter. Was haben wir noch? Helmut sagt, der einzelne Trade ist nicht vorhersehbar, aber wir können die Größe unserer Verluste kontrollieren. Ja, genau das ist es, Helmut. Und
Darum geht es am Ende auch. Es geht nur um die Kontrolle der Verluste, nicht um das Maximieren von Gewinnen beim Traden. Nur wer die Kontrolle über seine Verluste behält, wird am Ende Gewinner sein. Denn wenn du die Hälfte deines Kontos erstmal weg hast, musst du halt 100% Gewinn machen. Und das wird den meisten Tradern, die anfangen, sehr, sehr schwer fallen. Günther fragt, wann bei Long Trades Stops nachziehen. Hängt davon ab, Günther, ob du Bewegungs- oder Trendhandel machst. Beim Trendhandel haben wir es ja hier am Anfang schon gezeigt, am besten unter die Tees. Lässt sich der CapTrader-Gutschein für die Kontoeröffnung mit kleines Konto verrechnen? Schreib uns am besten an oder ruf an, Frage. Kann ich jetzt hier nicht sagen, weil ich jetzt nicht genau weiß, ist das Konto schon da? Melde dich am besten bei uns im Büro. Also zu dem Gutschein kann ich so erst nicht sagen, weil wir auch erst die Freigabe immer von der Bank brauchen, sowohl bei CapTrader als auch bei FX Flat. Welche Vorteile haben die Webinare gegenüber deinem Buch? Gute Frage. Also das Buch bietet halt einen Auszug aus dem, was wir in der Webinarreihe beim ersten Mal gemacht haben. Und da bekommt man halt wirklich ein gutes, ich sag mal, einen guten Überblick über die Themen, so wie wir das jetzt hier in diesen 4 Stunden der Webinar-Vorbereitung auch gemacht haben, was wir alles machen. Und im Webinar selber, in dieser 10-teiligen Reihe, gehen wir natürlich dann, wie gesagt, in die Tiefe in diesen einzelnen Produkten oder in den einzelnen Punkten vor allen Dingen. Und das ist das, was wir auch aus dem Trader-Seminaren wissen. Das ist einfach der Screening-Prozess und das ist die Trade-Besprechung. Wieso die Trade-Auswahl so ist, wie sie ist und vor allen Dingen, wenn der Trade gelaufen ist, wieso, weshalb, warum ist er im Gewinn gewesen, wieso ist er im Verlust gewesen, was kann ich daraus lernen? Und das kannst du halt in einem Buch schwer beschreiben. Das sind einfach Dinge, die muss man halt am Ende des Tages live erleben und wir versuchen es halt für kleine Konten eben im Rahmen dieser Webinarreihe. Und wenn man größere Konten hat oder Daytrading betreiben möchte, dann im zweiten Schritt geht es eigentlich nur über Seminar oder Coaching. Okay, was haben wir noch? Braucht man, Moment, wo waren wir hier? Braucht man fürs Intraday-Trading Realtime-Kurse? Ja, also ich glaube, die Frage kannst du dir selber beantworten, hoffe ich. Also wer im Daytrading agiert, im Minutenchart oder im 5-Minuten-Chart und keine Realtime-Kurse hat, fischt blind. Ja, also woher willst du wissen, wo der Kurs jetzt gerade ist, wenn deine Kurse 15 Minuten zeitverzögert sind? Das wird schwierig. Also wenn du das profitabel hinbekommst, dann und das über 500 Trades, kannst du bei uns sofort anfangen, weil dann brauchen wir ja keine teuren Datenabos mehr. Also das ist wirklich ganz, ganz schwierig. Würde ich auf keinen Fall machen. So, kannst du uns sagen, etwas zum FOMC, kommt ja gleich das Event. Ja, Jutta, kann ich auch noch nichts weiter zu sagen. Ich weiß nur, 20 Uhr ist es soweit. Und wie gesagt, ich habe das ja vorhin schon kurz angesprochen, mit 60-prozentiger Wahrscheinlichkeit sind 25 Basispunkte gesenkt und mit 40-prozentiger Wahrscheinlichkeit 50. Und dann müssen wir einfach abwarten, in welche Richtung der Markt läuft. Und dann werde ich das Ganze für meinen Handel entsprechend dann umsetzen. Gleich um 20 Uhr beziehungsweise um 20.30 Uhr ist ja die Pressekonferenz. Also ich, Nels hat das vorhin schon angesprochen, gerade am Anfang ist es halt wichtig, schaut euch das an, was da passiert und lernt aus dem, was da passiert. Das ist eigentlich das, was am Ende des ist, was am profitabelsten ist. Schaut euch Situationen einmal, fünfmal, zehnmal an und erkennt das Muster und setzt dieses dann entsprechend um. Also ich kann vorher auch noch nicht sagen, was passiert, denn wenn ich es wüsste, dann wäre es ja relativ easy. Helmut fragt, hältst du auch Vorträge bei den IB Days und wann ist der nächste? Kann ich dir nicht sagen, weder wann der nächste ist, noch ob ich beim nächsten Mal wieder dabei bin. Das hängt am Ende des Tages immer von zwei Faktoren ab. A, habe ich Zeit und B, wer bezahlt dafür, weil ich bezahle nicht für einen Vortrag mehr. Deswegen, ich bin da gerne bei, ist auch eine super Geschichte, aber das sind so die Faktoren, die dann kommen. Also kann ich noch nicht sagen, wann es ist. Und Uwe sagt noch zum Schluss, die aktuelle Schätzung beträgt 70% für 25 Basispunkte und 30 für 50. Okay. Das hier zu dem Blog und dann im nächsten Blog dann die letzten Fragen, die danach kommen. Ich muss ja auch hier zum Ende kommen. Es ist gleich 19 Uhr und ich habe auch gleich noch ein Coaching im Anschluss. Deswegen hier noch am Ende alles das, was in der Webinarreihe vorkommt. Und
Deswegen nochmal hier die kurze Beschreibung, Einführung. Wenn ihr mit dabei sein möchtet im Oktober, ist dann tatsächlich alle wichtigen Punkte vom Broker über Charting. Welche Chartsoftware sollte man für sich nutzen? Wir werden hier verschiedene vorstellen von den entsprechenden Experten. Auch das Risk und Money Management, weil das ist das Fundament des Tradings. Wer das nicht beherrscht und das richtig umsetzt, das ist auch das, was vorhin schon jemand von euch geschrieben hat, dann wird man am Ende des Tages auf gar keinen Fall erfolgreich werden, denn wenn erstmal die Kohle weg ist, dann geht das Spiel nicht mehr weiter. Dann, wie erkennt ihr eigentlich, ob wir einen Longmarkt haben, Shortmarkt haben, in einem Seitwärtsmarkt hier uns befinden und wie könnt ihr das für euren Handel umsetzen? Wann sollte man im Trendhandel sein? Wann im Bewegungshandel? Auch das ganz klar schauen wir uns an. Wir werden uns vor allen Dingen auch in die Technik hineingehen. Wann sollte man mit Unschärfe in den Markt hineingehen? Das heißt, wann kauft man sich in einen Markt hinein ein? Und machen Umkehrstäbe, also charttechnische Formationen, überhaupt Sinn und wie kann man die nutzen? Dann, wie sieht ein typischer Handelstag sowohl bei mir aus, also im professionellen Handel bei uns im Handelsbüro, als natürlich auch, wie, wenn man nur eine Stunde Zeit vielleicht am Tag hat und wie screent man, wo ist der Unterschied zwischen einem hauptberuflichen Händler und dem privaten und vor allen Dingen, wie könnt ihr das mit einer Stunde Zeitaufwand gut regeln? Handel aus der Korrektur, gewusst wie, da haben wir heute ja schon einen Einblick reinbekommen. Wir werden es dann im praktischen Handel umsetzen. Die psychologischen Aspekte, Angst und Gier im Trading sind die größten Gefahren, sowohl Angst als auch Gier. Auch das hatte vorhin schon jemand angesprochen gehabt, ganz, ganz wichtiger Punkt. Und dann werden wir uns nochmal mit dem Thema Screening dann beschäftigen, weil das natürlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist. Denn wer nicht weiß, was er handeln soll, der wird sich auch schwer tun, das erfolgreich umzusetzen. Hier haben wir auch nochmal eine Auswertung, damit ihr einfach mal seht, wie sieht so ein Trading-Journal aus, wie viele Trades haben wir hier gemacht, 13 Stück, das entspricht ungefähr ein Trade pro Woche. Wir haben hier eine Rendite von 15% in der Zeit gemacht, hochgerechnet macht das ungefähr 35%, glaube ich, aufs Jahr. Also alles das, was wir im Rahmen normalerweise im Handel halt auch haben. So, das zu der Geschichte, kleines Konto, Großtraden. Wann geht's los? 7. Oktober starten wir 19.30 Uhr mit dem ersten Webinar. Ansonsten werden die Webinare im Regelfall 18 Uhr starten. Meistens dienstags. Wir können es aber auch nicht versprechen, weil das hängt immer von einzelnen Faktoren ab. Meistens klappt das aber. Alle Infos dazu findet ihr auf der Webseite von mir www.lüttemann-coaching.de/kkgt. Kleines Konto, Großtraden. Also, zusammengefasst, 10-teilige Webinarreihe starten wir im Oktober, Starttermin 7. Oktober auf einem Live-Konto. Alle Trades werden besprochen, also auch im Nachgang, wieso, weshalb, warum, in die Trades hinein, wieso sind wir ausgestoppt worden, was können wir aus jedem dieser einzelnen Trades lernen und Fachwissen ohne Ende, weil wir müssen die Zeit ja auch füllen und das wollen wir natürlich mit fachlichem Content, so wie ihr das von den Webinaren auch kennt. Am Ende die Frage, die immer gestellt wird, was kostet der Spaß für alle die, die zum ersten Mal dabei sind. Alle anderen wissen es schon, das Webinar kostet oder diese Webinarreihe wie immer 490 Euro. Wie gesagt, wir haben 10 Teile und für Wiederholer, also alle die, die schon mal kleines Konto Großtraden in der Vergangenheit gemacht haben, also bei einem der beiden Webinarreihen dabei waren, für die haben wir den Wiederholerpreis. Auch das würde für alle die gelten, die jetzt beim ersten Mal neu dabei sind, dann beim nächsten Mal, wenn wir es machen, da bieten wir immer an, das ist so ähnlich wie bei den Seminaren, wenn man wiederholt, gibt es einen Sonderpreis und der beträgt 99 Euro. Wie gesagt, alle Infos findet ihr unter lüttemann-coaching.de/kkgt für kleines Konto groß traden und dann kommt ihr entsprechend hier auf diese Webseite und da findet ihr nochmal alle Informationen, das, was wir gerade auch besprochen haben. Und als Bonus, und das haben wir bei den letzten beiden Webinaren auch schon gesagt und gemacht, das machen wir auch heute wieder, für die ersten 5 Bestellungen heute gibt es auch nochmal den ersten Teil, kleines Konto Großtraden, die Webinarreihe für 480 Euro nochmal gratis mit dazu. Und ein Highlight, was es bisher so noch nicht gegeben hat, ein Tag bei uns live im Handelsbüro. Das heißt, am 25., wenn das nächste Webinar ist, nämlich am kommenden Mittwoch, treffen wir uns um 12 Uhr hier bei uns im Handelsbüro.
gucken uns das Ganze erst hier an, gehen gemeinsam essen, kommen dann wieder zurück, machen die Auswahl schon, den Screening-Prozess für die ersten Aktien, die wir dann für den ersten Teil, wenn es dann losgeht, im Oktober schon aussuchen, besprechen, was ist wichtig bei kleinen Konten, Großtraden. Ihr bekommt einen Einblick bei uns ins Handelsbüro. Wir sitzen hier bei uns zu fünft. Und dadurch, dass wir diesmal keine Verlosung mehr machen können, weil das jetzt so eng ist, machen wir es so für alle, die mit dabei sein möchten. Wir haben noch zwei freie Plätze bei uns im Handelsbüro. Wenn ihr also gebucht habt, kleines Konto groß traden und möchtet noch mit dabei sein und ihr seid noch nicht gezogen worden, dann schreibt uns eine Mail. Wenn ihr an diesem Datum könnt und mit dabei sein wollt, dann laden wir euch recht herzlich ein, würden euch dann am Donnerstag bzw. am Freitag Bescheid geben, wenn ihr uns heute oder morgen eine Mail schreibt. Also wenn ihr gebucht habt, dann schreibt uns, wenn ihr mit dabei sein möchtet. Und wir haben noch zwei freie Plätze und das geben wir dann gerne an euch noch weiter, damit wir hier auch in voller Schlagzahl bei uns im Büro dann das erste Webinar hier live machen können, die ersten Sachen aussuchen können. Und wenn ihr mit dabei sein möchtet, würde ich mich freuen, euch hier in der kommenden Woche bei uns begrüßen zu können. Und das nächste ist dann eben am 25.09. Das könnt ihr dann hier auch live miterleben bei uns im Büro, wenn ihr möchtet. Um 18 Uhr ist dann der vierte und letzte Teil, bevor es dann am 7. Oktober dann endlich losgeht. Wir haben einen großen Seminarraum, wo ihr das Ganze dann auch entsprechend live am Monitor verfolgen könnt, wenn ihr möchtet. Okay, das war's am Ende jetzt. Hab 5 Minuten überzogen. Ich hoffe, es ist soweit in Ordnung gewesen für euch. Und dann würde ich sagen, gucke ich noch, ob es noch eine Frage gibt. Hier steht Danke, danke, danke. Machen wir alles gerne. Bis nächsten Mittwoch. Perfekt. Dann würde ich sagen, von meiner Seite war's das. Und wie gesagt, Gutscheine, egal ob ihr jetzt ein Konto bei FX Flat eröffnet oder bei CapTrader, gibt es Seminargutscheine für darauffolgende Live-Seminare. Ist bei beiden auch gleich 150 Euro Seminargutschein. Auch da bedanke ich mich nochmal auch hier bei Nelson, dass er das Ganze auch ermöglicht und freue mich auch über die Unterstützung auch für das Webinar hier heute Abend und gebe damit zurück zu Nelson nach Ratingen. Sehr gut. Vielen, vielen Dank, Mario, für die zwei Webinare, die du mit uns jetzt zusammen gemacht hast und natürlich an alle Teilnehmer, die heute live dabei waren. Und ich wünsche natürlich allen, die sich entscheiden, bei Mario jetzt hier die Webinarreihe mitzumachen, natürlich viel Erfolg und viel Spaß. Und die Aufzeichnung des heutigen Webinars sollte diese Woche auf jeden Fall online gehen, wenn nichts dazwischen kommt. Und bis dahin wünsche ich Ihnen natürlich noch viel Erfolg diese Woche. Heute Abend, falls Sie doch sich entscheiden, live zu handeln, passen Sie auf Ihre Position auf, könnte volatil werden. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn Sie nächstes Mal wieder dabei sind. Und ja, noch eine schöne Restwoche, schönen Abend. Danke dir, Mario, und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Danke, Nelson. Ciao.